dann gehen wir mal links rum. Schön zum Südeingang. Und schauen, ob uns die Stadtwache dann noch einlässt. Aber eigentlich dürfte das ja kein Problem sein. Wir haben das Amulett, das uns als Boten ausweist. Und wir haben einen wichtigen Auftrag der Wassermagier. Und die Lager mögen sich zwar nicht, aber die Magier haben immer zusammengehalten. Oh. Also die Magier haben immer zusammengehalten. Aber was ist denn da los? Schauen wir mal. Sieh mal einer an. Einer aus dem neuen Lager. Ja und? Was geht dich das an? Bald wird auch eure Mine zu uns gehören. Davon träumst du doch nur. Leider können wir es nicht zulassen, dass du das irgendwo herum erzählst. Warte mal. Ich bin nicht auf Streit aus. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du hier aufkreuzt. Hey, was soll der Unfug? Auf ihn, Jungs! Den schnappen wir uns! Was zur Hölle? Na komm. Da probieren wir mal unsere neue Axt aus. Das sind echt viele, aber die halten nichts aus. Na komm her. Ah. So. Einen rauspicken. Und niederschlagen. Komm, nächster. Und irgendein Feuermagier hilft uns. Hey. Was haust du uns? Ah. Die, die mir geholfen haben. Die wollen es echt wissen. Die gehen trotzdem immer wieder auf uns los. Ja, die müssen wir alle umbringen. Was ist denn mit denen los? So, die nächsten auch noch. So, alle tot. Nee, er lebt noch. Komisch, komisch. Dass die hier bis zum Tod Wer kämpfen wollen. Wer bewegt sich noch? Wer bewegt sich noch? Bewegt sich keiner mehr. Mann, Mann, Mann. Die hatten also vor, unser Lager zu überfallen. Das ist ja übel. Das könnte die ganze Sache ganz schön komplizieren. Also erst ein paar Tränke trinken und dann sprechen mit dem Feuermagier da vorne, der uns geholfen hat. Aber er wird uns bestimmt nicht nur geholfen haben, weil wir ihm mal geholfen haben. Das wäre doch ein wenig komisch. Aber schauen wir mal. Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Oh. Gar nicht gut. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Was sagtest du über die Feuermagier?
Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Das ist echt komisch. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Vielleicht kann Diego dir mehr erzählen. Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich doch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Wir sehen uns. Okay, also die Mine ist eingestürzt. Das heißt, deren Möglichkeit, das Erz zu bekommen, um mit dem König Handel zu treiben. Dann haben sie wahrscheinlich den Plan ausgeheckt, also die Erzbarone, dass sie das neue Lager überfallen und die neue Mine in Beschlag nehmen. Dagegen haben sich die Feuermagier vielleicht gewehrt, haben gesagt, das können sie nicht machen und die wurden alle umgebracht deswegen. Das könnte der Grund sein. Aber so oder so ist es trotzdem eine ganz schön radikale Sache, plötzlich jeden anzugreifen und der sich dagegen stellt. Nehmen wir den Jungs mal ihre Sachen ab. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir zum anderen Tor und gucken, was Diego zu sagen hat. Aber Milton sollte eigentlich wirklich ins neue Lager gehen. Denn unser Auftrag war es ja eigentlich, die Feuermagier zu holen, um das Ritual zu Ende zu bringen. Und wenn es jetzt nur noch ein Feuermagier gibt in der ganzen Kolonie, dann sollte wenigstens der zu den Wassermagiern gehen. Aber gut, sprechen wir kurz mit Diego, hören uns seine Perspektive an und danach können wir dann vielleicht Milton überzeugen, mit uns zurück ins neue Lager zu gehen. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Saturas hatte ja erwähnt, dass es noch eine Möglichkeit gibt, wenn die Feuermagier sich weigern würden, auch wenn er die Möglichkeit nicht wirklich gerne nutzen wollte. Mal gucken, ob da... Ich habe gerade einen Schrei gehört. Wahrscheinlich geht drin das Morden auch noch weiter. Ja, irgendjemand wurde gerade verprügelt und ausgeraubt. Mann, 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 das alte Lager geht echt den Berg runter. Also ja, die Stadtwachen werden da wahrscheinlich auch wieder auf uns warten. Das heißt, wir sollten vielleicht etwas Abstand halten, denn unnötig Menschenleben opfern muss ja nicht sein. Die 5-6 Gardisten, die wir gerade umgehauen haben, reichen erstmal. Wo die ganz schön wahnsinnig drauf waren. Na gut, fragen wir Diego. Hey, psst. Sei ganz leise. Hallo Diego. Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut. Dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Ja. Aber fragen wir mal, was er darüber weiß. Ein Überfall auf die freie Mine? Das ist eine etwas längere Geschichte. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig.
Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Das ist gar nicht gut. Fragen wir weiter aus. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine? Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Also war die Theorie, die ich aufgestellt hatte, gar nicht mal so schlecht. Aber ganz schön abgebrüht. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Ja, zu Recht. Deswegen haben wir sie auch umgebracht. Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir vier uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Mach's gut. Na gut. Also, Lester und Gorn. Gorn wird im neuen Lager sein, da müssen wir eh hingehen, um Bescheid zu sagen, dass die Feuermagier alle tot sind. Wir sollten dann aber vorher ins Sumpflager gehen und danach Lester suchen. Wir haben ihn zwar zuletzt gesehen bei der Festung mit den Harpien, wo er diese Urkunde haben wollte, aber da wird er sich bestimmt nicht mehr aufhalten. Oder? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nicht, dass wir jetzt sinnlos in der Gegend rumlaufen. Also, die Festung, wo Lester war, müsste die sein im Südosten. Da müssten wir erstmal den Berg hoch und dann zu der Festung. Na gut. Gucken wir da kurz nach. Wenn wir uns nur erinnern könnten, ob er was gesagt hat. Also ob er sagt, ob er noch da bleibt für eine Weile oder ob er zurück ins Sumpflager geht. Aber es ist zu lange her. Greifst du uns auch an oder lässt du uns passieren? Du greifst uns an. Mann, Mann, Mann. Die sind echt alle verrückt geworden. Ich meine, dass der Anführer des alten Lagers sowas befiehlt, ist ja verständlich, weil er seine Machtposition nicht verlieren will. Aber dass wirklich fast jeder seinem Ruf folgt und einfach so andere Leute umbringt, das ist echt komisch. Also nur Diego aus dem alten Lager scheint sich davon losgesagt zu haben. Alle anderen kämpfen da fleißig mit. So, also Gorn zu finden dürfte ja echt kein Problem sein. Obwohl, wenn Lester jetzt vielleicht hier noch in der Felsenfestung ist, dann ist vielleicht auch Gorn bei der anderen Festung. Die war im Nordosten, wo wir den Oger getötet haben und wo wir uns in eine Schabe verwandeln mussten, um überhaupt erst reinzukommen, noch weiter vorher. Na gut, schauen wir mal. Also wir müssen, was sagt die Karte? Wir müssen hier hoch. Hier war der Turm, wo wir das Buch gefunden hatten. Und dann über die Brücke rüber zu der anderen Festung. So, also da finden wir dann hoffentlich Lester. Wenn nicht, gehen wir ins Sumpflager. Und wenn er im Sumpflager nicht ist, dann haben wir wirklich ein Problem.
Aber gehen wir einfach davon aus, dass wir ihn entweder hier oder da finden. Dann sprechen wir noch Gorn entweder in der anderen Festung an oder im neuen Lager und erstatten dann den Wassermagiern Bericht. Und die werden uns dann hoffentlich sagen, was es mit der anderen Möglichkeit auf sich hat, die Barriere zu sprengen. Also ja, wir haben noch gut was zu tun. Und wir sollten uns eigentlich von jedem Gardisten aus dem alten Lager fernhalten. Also klar, momentan scheint es so, als wenn wir stärker wären als jeder von denen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass wir einfach jeden so umbringen müssen, nur weil er Befehle befolgt. Auch wenn es ganz schön krasse Befehle sind. Aber gut, hier sind wir jetzt schon mal beim Turm. Speichern wir kurz ab. LP 60.